Hi, da spricht der Roman Wallner und jetzt stelle ich euch meine Weltruppen vor. Im Tor fällt meine Entscheidung auf René Higuita, weil er mich in meiner Jugend immer sehr fasziniert hat, weil er doch ein sehr spektakulärer Torhüter war, was immer wieder für den Zuschauer sehr, sehr interessant war, das zu verfolgen. Auf der Verteidigerposition fällt meine Wahl auf Chiellini, weil er für mich ein hervorragender Verteidiger ist und weil ich auch persönlich mit ihm in Kontakt gekommen bin und ja, es war sehr, sehr schwierig, gegen ihn Fußball zu spielen. Im Mittelfeld, sein Klassiker ist für mich Diego Armando Maradona. Ich denke, dass dazu nicht sehr viel zum Berichten gibt in Hinsicht auf seine fußballischen Qualitäten. Ich denke, dass das herausragend ist. Ein zweiter Mittelfeldspieler, der im Großen und Ganzen meines Erachtens sehr, sehr unterschätzt ist, ist Roberto Baggio. Ich denke, durch die Niederlage im WM-Finale hat, glaube ich, sein weltweites Ansehen sicher darunter gelitten, dass er den Titel nicht gewonnen hat. Und als Stürmer denke, dass den nicht alle kennen, Palermo, ein ehemaliger Spieler von Boca Juniors, und er fasziniert mich als Stürmer, weil ich denke, er ist einer der ersten Stürmer, der in einem Ländermatch, ich denke, es war Argentinien gegen Kolumbien, dreimal zum Elfmeter angetreten ist und dreimal verschossen hat.